Erschöpfung vergisst man die Zeit. Am Fluss selbst aber bleibt die Zeit nicht stehen. Kahle Ufer. Der Mekong ist eine tropische Schatzkammer, die leergeräumt wird. Tief im Urwald von Laos ist das die Arbeit von Mensch und Koloss. Der Dickhäuter schafft im Akkord, bezahlt wird der Mahut, der Elefantenführer, nach der Anzahl der verladenen Stämme. Ich lenke ihn mit den Knien und mit den Füßen. So geht es nach links und so nach rechts. Mein Vater hat mir beigebracht, mit dem Elefanten zu arbeiten. Ich musste ihn an den Ohren ziehen, damit er sich hinlegt. Ich war noch zu klein, um anders aufzusteigen. Dieses Tropenholz wurde legal geschlagen, mit Konzession. Solche Freibriefe verteilt die laotische Regierung inzwischen vorsichtiger. Meine Hacke tut ihm nicht weh, mein Kampeng, der Mahut. Die dicke Haut hält er schon aus. Mein Elefant trinkt selbst schon mal gerne eine Portion Reiswein. Aber betrunkene Menschen, die mag er nicht. Dann tritt er mit den Hinterbeinen. Betrunkene sollten nicht in seine Nähe kommen. 2 Monate waren Tier und Meister arbeitslos. Jetzt haben sie einen Kontrakt für 60 Stämme. Die Kollegen Arbeitselefanten holen sie aus dem Wald. Eine mühsame, manchmal qualvolle Arbeit für die stärksten aller Säugetiere. Hier im dichten Wald, wohin Maschinen es noch nicht geschafft haben. Nach 5 Stunden Maloche wartet die Belohnung, der Fluss. Das kühlende Wasser des Mekong. Hunderte von Kilometern kann man in Laos über den Fluss reisen und sich berauschen lassen von Landschaft. Für die Menschen, die hier wohnen, am Wald und am Fluss, ist es oft eine mühsame Existenz. Alles muss der Natur abgetrotzt werden, ihr Puls bestimmt das Leben. Ab und zu ein Dorf, die nächste Siedlung ist wieder weit weg. Dies ist ein Dorf der Hmong. Die Hmong sind eine der vielen Minderheiten in Laos buntem Völkergemisch. Eine ungeliebte Minderheit. Die Hmong haben in der Geschichte immer ihren eigenen Kopf gehabt.
Wir haben unseren eigenen Ahnenkult und unsere eigene Kleidung. Das lassen wir uns auch nicht nehmen. Nanhia ist 105 Jahre alt. Ihr Sohn ist der Dorfschamane. Das Dorf, ihr Dorf, habe einmal wie alle Siedlungen der Hmong im Gebirge gelegen, erzählt er, bis die kommunistische Regierung von Laos sie umgesiedelt hätte an den Mekong, um sie zu zivilisieren, zu kontrollieren. Die meisten Hmong haben sich mit dem Kommunismus nie anfreunden können. Im Vietnamkrieg kämpften sie mit den Amerikanern. Nanhia musste im Vietnamkrieg nachts meist Schutz in den Wäldern suchen, Schutz vor Bomben und vor Angriffen auf das Dorf. Kambodscha, Vietnam, Mekong-Anrainerstaaten mit dunklen Kapiteln in ihrer jüngeren Geschichte. Im Süden von Laos stürzt sich der Mekong an den Kon-Wasserfällen auf einer Breite von mehreren Kilometern in die Landschaft.